Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autoforie.de. Wir sind heute im relativ weit entfernten Oman, genauer gesagt in Salalah. Und wir testen hier ein Fahrzeug, das man vielleicht in erster Linie nicht so unbedingt mit diesem Ort hier assoziieren würde. Aber allein in der Farbe, in der wir es hier stehen haben, es fällt auf jeden Fall auf. Und hierbei rede ich von der neuen Audi RS3 Limousine. Zugegebenermaßen um ein wirkliches Wüstenfahrzeug scheint es sich hierbei nicht zu halten. Im Gegenteil, wir haben hier tatsächlich etwas Spaßiges, etwas Sportliches und da wir es euch tatsächlich noch nie komplett in einem Video vorgestellt haben, machen wir das einfach jetzt mal. Den RS3, den kennen wir schon etwas länger, beziehungsweise aus einer älteren Generation, aber als Limousine, das ist doch tatsächlich neu. Ich habe es schon erwähnt, die Farbe, die sticht tatsächlich ins Auge. Viper Green ist sie genannt und ich kann verstehen, warum sie denn wirklich auch wie eine Schlange bzw. etwas Stechendes, Schnelles bezeichnet werden soll. Es ist schon sehr, sehr auffällig, vor allen Dingen hier in dieser Region. Damit gepaart haben wir jetzt hier bei unserem Exemplar schwarze Details, die auf Hochglanz poliert sind. Das fängt natürlich hier im Grill ganz offensichtlich an, aber zum Beispiel auch unten hier diese kleinen Unterteilungen über der Lippe direkt bis hin zu den Lufteinlässen, die sind nochmal schön schwarz akzentuiert worden. Das Ganze findet sich dann auch ein bisschen in den Scheinwerfern wieder, die übrigens hier diese Zacke unten drin haben. Serienmäßig haben wir jetzt LED vorne sowie hinten und wem das nicht reicht, der kann auf Matrix-LED upgraden. Schwarze Details tatsächlich auch an der Seite, einmal in Form der Umrandung komplett über die Fensterfront hinweggezogen und einmal hier in Form von dem Außenspiegel, der hier einmal schön schwarz verpackt wurde. Hier haben wir jetzt übrigens 19 Zoll Felgen und wer jetzt denkt, das ist mir doch ein bisschen zu groß oder ein bisschen zu klein, der hat schlicht und einfach Pech gehabt, denn es gibt tatsächlich nur 19 Zoll Felgen, aber einen Trost gibt es, man kann das Design ändern. Wenn wir dann weiter die schwarzen Details suchen, dann finden wir hinten schließlich und ob diese kleine Abrisskante oder auch Heckspoiler, wie man ihn auch immer nennen möchte. Ich finde ihn optisch ehrlich gesagt ein bisschen süß, möchte man fast sagen. Er ist nämlich klein und geht so nach oben und ist so ein bisschen stupsig, aber er bringt tatsächlich sehr viel Sportlichkeit mit sich. Ein Detail, das ebenfalls schwarz ist, beziehungsweise gleich zwei, die eigentlich gar keine Details sind, finden wir hier unten. Und die gefallen mir wesentlich besser, denn wir haben hier zwei wunderschöne dicke Endrohre, die praktisch in der Mitte einen riesigen Diffusor festhalten. Und ja, alles ist echt. Kommen wir aber zum Herzstück, was den RS3 seit langem und auch seit jeher so besonders macht. Den Motor, nämlich als einziger in dieser kompakten Hot Hatch Klasse oder als auch in der Limousinenklasse hat er einen Fünfzylinder und dementsprechend auch die charakteristische Zündfolge 1-2-4-5-3, was eben diesen typischen Klang ausmacht, der mich ganz persönlich immer an den S1 Quattro aus den 80er Jahren erinnert. Kommen wir aber zu den harten Fakten. 400 PS hat er jetzt, das sind 33 PS mehr als der Vorgänger. 480 Newtonmeter Drehmoment. Die Maximaldrehzahl, ganz nett übrigens, liegt bei 7000 Umdrehungen. Da ist er auch ziemlich weit vorne in seiner Klasse. Und was den Normverbrauch angeht, darüber sprechen wir jetzt hier einfach mal nicht. Die Cracks unter euch werden es schon wissen. 2,5 Liter Hubraum hat er weiterhin, aber er hat 26 Kilogramm abgespeckt, nur im Motor. Ich lege euch mal ein paar Bilder drüber, was genau da passiert ist. Unter anderem haben wir nun plasmabeschichtete Zylinderlaufbahnen, damit es einfach besser flutscht da innen drin. Und auch ein Kuppelgehäuse aus Aluminium sowie neue Zylinder, die über integrierte Kanäle verfügen, womit dann dadurch das Öl für Kühlung sorgt. Dann kommt auch noch eine hohlgebohrte Kurbelwelle hinzu und wir haben selbstverständlich ein S-Tronic-Getriebe, ein 7-Gang-S-Tronic-Getriebe für die Kraftübertragung auf alle vier Räder. Im effizienten Bereich selbstverständlich nur an die Vorderachse, ist einfach das Sinnvollste, spart eben auch am meisten Sprit. Und an der Hinterachse sitzt die Lamellenkupplung, die dann auch das Antriebsmoment an der Hinterachse verteilen kann, beziehungsweise es wird eben verteilt Vorder- zu Hinterachse. Und, so viel kann man schon vorausschicken, der neue RS3, sowohl als Sportback als auch Limousine, ist definitiv fahraktiver als sein Vorgänger. Jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt zur Vorderachse. Die hat nämlich zwei Optionen, die relativ interessant sind. Normalerweise ist der RS3 mit 2,35-35 rundum bereift, aber wir können hier vorne auch wechseln auf 2,55-30. Das wiederum gibt uns an der Vorderachse den nötigen Mehrgrip, den der RS3 wirklich auch verdient hat. Zudem seht ihr auch hier schon eine weitere Option, die dem RS3 auch extrem gut tut, nämlich eine Carbon-Keramik-Bremsscheibe. Die hat genauso wie die Standard-Bremsscheibe 370 mm Durchmesser,
hält aber einfach mehr aus. Im Innenraum der neuen RS3 Limousine brauche ich euch eigentlich gar nicht so viel zeigen, denn wir kennen den irgendwoher schon. Und zwar haben wir euch schon mal im A3 bzw. im A3 Sportback mal so ein bisschen was gezeigt vom Innenraum bzw. den einmal vorgestellt. Und das Ganze ist hier eigentlich adaptiert wieder aufgenommen worden. Wir haben hier nur so ein paar Bits and Pieces, die hier bei diesem Exemplar speziell sind bzw. zum Teil sogar inklusive. Und eins dieser Dinge, die inklusive sind, ist zum Beispiel hier dieses Alcantara, das wir hier einmal am Lenkrad finden oder auch hier am Schaltknopf. Unser Exemplar hier hat, allerdings optional, zwei verschiedene Materialien hier noch verbaut. Zum einen Carbon, das seht ihr einmal hier in dieser Leiste, die sich dann einmal komplett bis nach links rüber zieht. Und Alu, das seht ihr dann einmal hier unten, aber auch hier an diesen Luftdüsen überall. Übrigens haben wir jetzt auch hier serienmäßig diesen 7 Zoll Display, allerdings, und das muss man direkt mit hinzufügen, nicht die Touch-Funktion an diesem kleinen dazugehörigen Rädchen. Unser Exemplar hat hier außerdem noch die optionalen einteiligen Sportsitze, das heißt, die Kopfstütze ist hier direkt mit integriert und im Gegensatz zu den normalen Sitzen, die ihr serienmäßig erhalten würdet, haben wir nicht nur einen Mittelbereich, sondern ihr seht, es ist in mehrere Teile unterteilt. Hinzu kommen in unserem Fall graue Ziernähte, gibt es aber auch noch in Rot. RS3 Limousine verfügt selbstverständlich auch über einen Komfortmodus. Der interessiert uns jetzt aber ehrlich gesagt mal etwas weniger. Deswegen schalten wir im Drive Select mal direkt durch auf Dynamik. Und da kommt auch die optionale Sportabgasanlage, die wir haben, mal richtig zum Einsatz, nochmal diesen 5-Zylinder-Sound nochmal ein bisschen kerniger durchzubringen. Und wir können, ganz wichtig im RS3, das ESP auch komplett abschalten. Mit einem einfachen Tipp ist das ESC erstmal im Sportmodus und wenn wir es lange halten, ist es erstmal wieder an. Aber wenn wir es konsequent lange halten, dann ist das ESC komplett aus. Und das heißt auch sehr viel mehr Querdynamik in diesem RS3, als es je der Fall war. Was heißt mehr Querdynamik? Wir haben definitiv schon beim Einlenken sehr viel mehr Antriebsmoment an der Hinterachse und durch den relativ geringen Gripfaktor hier auf diesen Straßen kann sogar mal das Heck rumkommen. Also man kann schon sagen, obwohl der 5-Zylinder weiterhin der 5-Zylinder bleibt und so kernig wie zuvor, ist mit diesem RS3 endlich mal ein dynamischer RS3 auf die Straße gekommen. Und wie immer am Ende eines Videos von uns geht das Wort an euch. Wie gefällt euch der neue Audi RS3 bzw. jetzt hier die Limousine? Wäre das ein Fahrzeug, was ihr euch zulegen möchtet oder sagt ihr, nee, doch nicht so meins? Und wenn nein, warum nicht? Weil es jetzt eine Limousine ist und ihr dann irgendwie nicht so die Sportlichkeit damit verbindet? Schreibt das alles gerne mal unten in die Kommentare und wir mischen wie immer mit. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch einen Daumen hoch. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, Schande über euer Haupt, dann tut das jetzt direkt. Dann sehen wir uns nämlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.